Heute machen wir mal wieder weiter mit dem T-Shirt-Wetter, finde ich. Und zwar haben wir heute einen schönen T-Shirt-Stoff mitgebracht, diesen hier, der in Kombination mit einer weißen Hose natürlich super für den Wintertypen passen könnte. Es ist einfach frisch, es ist kühl, also es ist nicht kühl draußen, um Gottes Willen, aber es ist eine kühle Farbe und es sieht einfach knallig in der Kombination aus. Und zwar ist Batik heute so ein bisschen unser Thema. Wir haben ein Viskose-Jersey in dieser schönen Batik-Optik in Gelb und für alle, die sagen, schön, aber nicht meine Farbe, es gibt ihn in weiteren Farben im Shop. Schaut einfach vorbei, denn da sind noch andere Farbstellungen. Batik ist ja so gerade wieder ein bisschen Trendthema. Also ich glaube, wir alle haben irgendwann, als wir so 15, 16 waren, mal da gesessen mit unserem, also wenn wir es hart auf hart gemacht haben, haben wir Domestos genommen und die Sachen da reingehalten. Nein, aber auch mit Farbe haben wir schön gebatikt, so heißt das, glaube ich, richtig. Und die schönsten T-Shirts-Muster sind entstanden. Und ja, hierbei brauchst du gar nicht mehr selber Knoten, Schnüren und sonst was machen, in Farbe tunken. Wir haben das alles schon gegeben. Ich fange jetzt trotzdem mit der Hose an, weil was wir meistens so machen. Also einmal kurz dazu. Und zwar haben wir heute auf die Puppe gebracht den Bengalin Stretch in Weiß. Weiß ist für mich einfach die Sommerhose schlechthin. Und aus diesem Stoff kannst du natürlich super entweder eine lange Hose in Form der Pepelinchenpants nähen oder du kürzt das Ganze entweder auf drei Viertel oder vielleicht sogar auf Shortslänge ab. Dann hast du halt entsprechend eine kurze Hose und eine weiße Hose. Ich glaube, die braucht man einfach im Sommer im Kleiderschrank, egal wie man sie dann kombiniert. Es passt ja irgendwie alles dazu. Und dann könntest du dir super ein T-Shirt nähen. Und genau über T-Shirts möchte ich heute ein wenig mehr erzählen, denn wir haben ein paar Modelle mitgebracht. Zum einen habe ich das Shirt Frau Amela mitgebracht. Das siehst du hier auf der Puppe. Das ist wirklich schön lässig und hat diesen süßen kleinen Ärmelaufschlag hier an der Seite. Kann man sehr, sehr schön machen. Dazu einen größeren V-Ausschnitt, der aber hier unten trotzdem abgerundet ist, also nicht ganz V-ig ist. Das ist ein T-Shirt-Schnitt, den ich selber ja, des Öfteren trage. Finde ich unheimlich schön, ist sehr lässig. Das könntest du zum Beispiel aus diesem Stoff nähen. Oder das mal was ganz anderes wäre das Shirt Greta von Kibadu. Greta ist eigentlich so eine Mischung aus Pullover und Shirt und ich hatte im Winter auch mal einen Strickpullover danach genäht und gezeigt. Aber Greta kannst du auch super als Sommershirt nähen. Und wie das aussehen könnte, zeige ich dir hier, denn das ist mein Shirt Greta. Mit Puffärmeln habe ich jetzt hier gemacht, habe trotzdem einen Bund dran gesetzt, dazu den tiefen V-Ausschnitt. Und das Ganze könntest du super auch aus diesem Jersey nähen. Beachte bitte dabei, dass du den V-Ausschnitt dann verstärkst einseitig. Dazu empfehle ich dir eine dehnbare Bügeleinlage. Die heißt bei uns, wie heißt die denn? G irgendwas. Also irgendwas mit G ist eine elastische Bügeleinlage. Schaut einfach im Shop vorbei, ansonsten fragt gerne, da helfen wir auch gerne weiter. Damit würde ich eine Seite des V-Ausschnitts auf jeden Fall belegen, denn dann kriegst du diesen schönen V-Ausschnitt halt eben auch entsprechend, dass er so ein bisschen Stand hat, damit er auch gut hält. Also das wäre ein weiteres T-Shirt-Schnittmuster. Dann könntest du natürlich auch sehr schön das Basic-T-Shirt Nummer 56 von Lilis Zoll und Pelle nähen. Hier hast du verschiedene Ausschnittvarianten, verschiedene Ärmelvarianten und das Ganze fällt hier unten schön locker lässig. Man kann das Ganze natürlich auch begradigen unten, dann hat man wieder eine andere Form. Also mit diesem Schnitt hast du natürlich gleich mehrere Möglichkeiten, unterschiedliche Shirts zu nähen. Kannst du immer wieder variieren und erhältst unterschiedliche Ergebnisse. Oder aber du nimmst das Basic-Shirt von Kibadu. Auch das ist ein Shirt, das man natürlich Langarm, Kurzarm nähen kann. Und da kannst du natürlich auch ein klassisches T-Shirt draus nähen. Vielleicht besitzt du es ja auch schon, dann kann man das natürlich auch immer wieder verwenden. Man braucht ja nicht für jedes Shirt einen neuen Schnitt, wobei es macht auch Spaß. So. Ich hoffe, die kleine T-Shirt-Vorstellung hat dir heute gefallen. Vielleicht ist für dich auch das passende T-Shirt dabei, vielleicht aus Batik. Oder aber, wenn du lieber einen anderen Stoff nimmst, erzähle ich noch mal kurz. Das hier ist Tricot Deluxe. Das ist ja unser Basic Viskose-Jersey, in diesem Fall in diesem knalligen Grün. Oder das hier ist der Feinripp-Jersey von Meat and Milk, der Tencel-Jersey. Auch den kannst du super nähen. Genauso wie natürlich den Basic Tencel-Stretch, die Modal-Shirts, die wir alle haben. Bambus-Jersey könntest du auch verwenden. Du kannst unseren Slub-Jersey nehmen. Also es gibt unzählige Stoffqualitäten und unzählige Schnitte. Und jetzt musst du nur noch überlegen, welchen du wie zusammennähst. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut.